Die Weltcuprennen in Gröden waren heuer die ersten Rennen in den schnellen Disziplinen in Europa. Mit viel Zuversicht blickten die Südtiroler Teilnehmer den Klassikern auf der Saslong entgegen. Im Vorjahr war Patrick Staudacher aus Pflersch im Super-G auf den dritten Platz vorgeprescht. Vor zwei Jahren hatte der Waltener Werner Hehl den Super-G sogar gewonnen. Es war damals sein zweiter Weltcupsieg und der erste in dieser Disziplin. Heuer fand die Siegerehrung auf dem Antoniusplatz in St. Ulrich ohne Südtiroler Beteiligung statt. Und auch am Samstag nach der Abfahrt waren keine Südtiroler Athleten dabei, als im Zielraum die Flower Ceremony abgehalten wurde. Es ist das erste Rennen in Europa da. Für uns ist es ein Heimrennen, man hat es nicht weit anzureisen. Es spricht eigentlich alles dafür, dass es ein super Wochenende sein kann. Das schönes Hotel, die Piste ist schon perfekt, aber irgendwie hat der Knopf noch nicht so recht aufgehen gewählt und ja, weiterkämpfen, weitermachen und dranbleiben. Dabei hatte die Grödner Weltcupwoche ideal begonnen. Im zweiten Abfahrtstraining hatte der Geiser Christoph Innerhofer noch Bestzeit aufgestellt. Und das, obwohl er auf der Saslong in der Abfahrt zuvor noch nie hatte punkten können. Heuer holte der Busterer zwar zum ersten Mal Zähler, Innerhofer wurde aber nur 22. Jetzt haben wir es auf den Schirm gerät, gell? Noch ein Training erst und jetzt sind wir schon zufrieden mit den ersten Punkten. Ja, ich leider nicht einen guten Start gehabt heute. Ich habe einfach vielleicht das gewählt, dass ich ihn zu gut machen. Vor allem in letzter Zeit habe ich mich ziemlich ein bei den Sprüngen verbessert, durch das, dass er mehr einfach geschlossen war. Ich habe beim Looping und ich zu viel Rückenlage gehabt, habe ich versucht, die Arme hinter die Knie zu ziehen, dann haben wir die Skispitzen in die Luft gekommen und dann habe ich ziemlich viel Geschwindigkeit verloren fürs Flachen und deswegen war ich auch schon weit hinten oben und das Rennen eigentlich für die vorderen Plätze war eigentlich schon vorbei. Innerhofer hatte auch im Super-G nicht an die bisher guten Ergebnisse dieser Saison anknüpfen können. Nach Platz 6 in Lake Louise und Rang 4 in Beaver Creek wurde der Geiser an seinem 26. Geburtstag auf der Saslong nur 27. Sicher war es ein doppelt zu feiern, nochmal ein Geburtstag, nochmal ein schönes Resultat, aber leider kann man nicht alles haben und ja, leider war heute nicht mein Tag. Ich habe schon gleich von Anfang an nicht so ein gutes Gefühl gehabt, ich habe gemerkt, dass ich nicht so kann recht Geschwindigkeit machen, als ich jetzt schneller wäre. Fehl eigentlich quasi habe ich nicht gemacht, aber ich bin einfach jetzt schnell gewesen. Das einzige Südtiroler Top-10-Ergebnis in Gröden lieferte Werner Hehl. Der Waltener wurde beim Super-G 7. mit 1,39 Sekunden Rückstand auf Sieger Michael Walchhofer, der zum 5. Mal am Fuße des Langhofels triumphierte. Hehl holte als 20. auch in der Abfahrt Punkte. Das Resümee des 28-jährigen Passeiros: Super-G, positiver Aufwärtstrend zu erkennen, in Abfahrt noch nicht so ganz. War vielleicht ein bisschen in der Abfahrt zu passiv unterwegs, ein bisschen zu sehr auf die Linie geschaut und vielleicht war Selheim eben der Fehler, dass es nicht so vorwärts gegangen ist wie beim zweiten Training. Konstant war auf der Saslong heuer Peter Phil unterwegs. Der 28-jährige Kassel-Rutter wurde im Super-G 14. und schien nach der Abfahrt als 15. in der Ergebnisliste auf. Phils Rückstand auf Sieger Silvan Zurbriggen betrug 1,47 Sekunden. Dass er in Gröden nicht an die Spitzenplätze herankommt, ist Phil aber bereits gewöhnt. Ich bin recht gut gefahren, aber ich habe ein bisschen Zeit verloren in gewissen Teilen und ja, ist normal. Also ich erwarte mir nicht allzu viel und deswegen der Angriff hat gepasst und alles und das Resultat könnte ein bisschen besser sein, aber kann man nichts machen. Der Wurm drin ist momentan bei Patrick Staudacher. Im Super-G holte der Vorjahresdritte als 24. zwar noch ein paar Punkte, doch nach der Abfahrt war der Super-G-Weltmeister von 2007 irgendwie ratlos. Kein Wunder, bei fast 4 Sekunden Rückstand und einem enttäuschenden 55. Platz. Es ist schon alle ein bisschen Wurm drin, hauptsächlich in der Abfahrt. Super-G war gestern eigentlich teilweise nicht so schlecht, bis zur Hälfte. Und heute, ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe durchaus Zeit verloren, einfach gleich von oben weg. Und von dem her, bin ein bisschen unsicher, nicht mehr so sicher auf dem Ski. Und eben, jetzt brauche ich ein paar gute Trainingstage, dass es passt. Pech hatte Dominik Baris, der im Super-G um eine einzige Hundertstelsekunde als 31. die Punkteränge verpasste und in der Abfahrt als 35. abschwang. So, im Großen und Ganzen hat es halt gepasst. Ich bin ein bisschen zu hart vielleicht gefahren bei den Wellner in der Ceslata, aber es ist eigentlich, denke ich, passt. Aber ich muss die Analysen schauen, dass ich mehr kann sagen. Im Einsatz waren am Wochenende auch Stefan Tanay, Sigmar Klotz und Hagen Batscheider, die in Gröden allerdings nicht punkten konnten. Nun blicken die Südtiroler voller Zuversicht bereits auf die nächsten Rennen. Christoph Innerhofer etwa auf Bormio. Bei seinem Rennen hat der Geiser am 28. Dezember 2008 seinen ersten Weltcupsieg gefeiert.
mein Rennen, das hat man letztes Jahr auch einmal gesagt, weil ich da war, jetzt gibt es eh noch ein paar Jahr. Und nachher, letztes Jahr ist mir es nicht ganz so gut gegangen, wie sich alle erhofft haben. Ich freue mich generell auf die nächsten Rennen, auf die nächsten Abfahrten und bin recht zuversichtlich. Was Gröden anbelangt, haben die Südtiroler Athleten die diesjährigen Rennen auf der Saslong abgehakt. Im nächsten Jahr werden sie wieder alles geben. Und vielleicht finden die Siegerehrungen dann ja wieder mit Südtiroler Beteiligung statt. Die vielen einheimischen Fans, die jedes Jahr nach St. Christina kommen, würde es mit Sicherheit freuen.